Erst einmal den Lichtschalter finden. So, weiter geht's. Mit Trüberbrook. Den Lichtschalter finden. Okay, der muss ja wohl irgendwo an der Wand sein. Also, dann schauen wir mal. Moment, ich schaue noch mal kurz was anderes. So, genau, so. Also, wo ist denn der Lichtschalter? Sag an. Was für eine gigantische Anlage. Vielleicht sehen wir mehr, wenn wir es wirklich schaffen, die Kamera ein bisschen zu drehen. Da ist ein Schaltpult. Aha! Jetzt schauen wir uns um. Aufregend. Das stimmt allerdings. Das ist wirklich aufregend. Okay. Keine Ahnung, wofür die wohl verwendet werden. Hast du den riesigen Teilchenbeschleuniger da gesehen? Ja, das habe ich gerade eben schon gesehen. So, kann ich mir dieses Modell irgendwie anschauen? Irgendetwas stimmt nicht mit dem Motor, der dieses Sonnensystem antreibt. Als wäre das Universum aus dem Gleichgewicht geraten. Ich habe ein eindrucksvolles Modell unseres Sonnensystems entdeckt. Es zeigt unsere neuen Planeten außer Balance. Fast so, als gäbe es eine Störung im interplanetaren Gleichgewicht. Ein Ereignis, das die alten Griechen als Ekpyrose beschreiben. Eine verhängnisvolle Schieflage des Universums. Ob ich daraus ein schlechtes Omen ableiten sollte, oder ob das Gerät einfach nur defekt ist, kann ich nicht sagen. Eigentlich weiß ich nicht, ob es überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Der Typ hat gerade genau denselben Gedanken wie ich. Weiß auch nicht. Kann das mit unserer aktuellen, mit unserer aktuellen Lage in Verbindung stehen? Diese ganze moderne Hardware muss ein Vermögen gekostet haben. Ja, sehr wohl. Wahrscheinlich schon. Solche Geräte hatten wir nicht einmal an der Uni. Schauen wir mal, was uns dieses Schaltpult sagt, oder auch nicht. Lauter wunderliche Gerätschaften. Es sagt uns nichts, okay. Es scheint ein Defekt vorzuliegen. Ja, okay, ich denke, in diesem Raum können wir erstmal nichts machen. Fehler. Speicherüberlauf. Hallo? Jemand da? Na klar, noch eine verschlossene Tür. Okay, also scheinbar muss das nächste, was geschieht, in diesem Raum passieren. Okay, okay. Fehler. Speicherüberlauf. Was für eine gigantische Anlage. Irgendeine Idee? Wer oder was wohl hinter all dem hier steckt? Tja, das klang nicht wirklich nach einer Idee. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen, vielleicht kommt ja... Dieser Todesfalle komme ich lieber nicht zu nahe. Okay, na, aber das hatten wir ja schon. Eine Zeitung. Tribun? Vermisst. Geselliger und beliebter Gast wird spurlos verschwunden. Trüberbrook.
Wirtentrude bleibt in diesem Jahr auch wirklich gar nichts erspart. Nachdem vergangene Woche schon der Schlüssel zum Keller des Gasthauses verloren ging, wir berichteten, vermisst sie nun schon wieder etwas, ihren Bruder Heinz. Die stadtbekannte Frohnatur wird bereits seit einiger Zeit vermisst. Laut Aussage seiner Schwester verließ er am Abend das Haus, um noch kurz den Sonnenuntergang mit einem Schluck Bolzenschuss runterzuspülen. Er kehrte bisher nicht zurück. Obwohl das schon häufiger vorgekommen sei, macht sich Trude dieses Mal ernsthafte Sorgen. Ich habe da so ein komisches Bauchgefühl, kann aber auch von der doppelten Portion Eisbein mit Sauerkraut gestern Abend kommen. Wie immer an dieser Stelle unsere Bitte, sollte euch Heinz begegnen, bringt ihn nach Hause. Unbekannter ist markiert. Trüberbrook zum wiederholten Maler und dann. Kann ich verstehen. Okay. Heinz ist verloren gegangen. Tja. Irgendwas hier muss uns ja schließlich weiterhelfen. Vielleicht müssen wir öfter mit den Dingen interagieren. Es scheint ein Defekt vorzuliegen. Lauter wunderliche Gerätschaften. Ja, wir können uns das einzelne Teil hier aber anschauen. KB Hauptspeicher auf isolinearen Chips. Mein lieber Scholli. Gretchen, das ist die Zukunft. Okay. So eine Unordnung im Hinterstübchen. So eine Unordnung. Gretchen, was sagst du dazu? Irgendeine Idee? Wer oder was wohl hinter all dem hier steckt? Nee, du sagst nichts dazu, okay. Diese ganze moderne Hardware muss... Aber ich kann damit nichts machen. So eine Unordnung im Hinterstübchen. Fehler. Speicherüberlauf. Unordnung im Hinterstübchen. Fehler. Speicherüberlauf. Ich glaube einfach nicht mehr an Zufälle in diesem Spiel. Und jetzt kann ich auch dieses Teil bestätigen. Das konnte ich doch vorher nicht, oder? Die Tür ist natürlich blockiert. Speicherüberlauf. Ein Öffnungsmechanismus. Die Tür ist natürlich blockiert. Fehler. Speicherüberlauf. Kannst du bitte diesen Lärm abstellen? Ich versuche es. Nerv nicht. Dieser Todesfalle komme ich lieber nicht zu nahe. Fehler. Speicherüberlauf. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Motor, der dieses Sonnensystem antreibt. Als wäre das Universum aus dem Gleichgewicht. Okay, aber das haben wir ja schon aufgenommen. Fehler. Speicherüberlauf. Irgendetwas stimmt nicht, als wäre das... Was für eine gigantische Anlage. Fehler. Speicherüberlauf. Okay, kann ich hier noch irgendwas öffnen? Geht hier noch irgendwas? Da ist noch was, das habe ich gar nicht gesehen. Fehler. Speicherüberlauf. Eine Flasche. Was kann ich mit der Flasche anfangen? Fehler. Speicherüberlauf. Kannst du bitte diesen Lärm abstellen? Ich habe das Universum wieder ins Gleichgewicht gebracht. Mit einer Flasche. Fehler. Speicherüberlauf.
eine Karte oder sowas. Die kann nicht. Speicherüberlauf. Die kann ich da reinlegen? Alle Riegel im RAM. Eindringlingsalarm. Eindringlingsalarm. Was? Wieso? Bitte identifizieren Sie sich. Ja, ich hier. Mein Name ist Tenhauser. Hans Tenhauser. Ich kenne Sie nicht, Hans. Spielt es eine Rolle? Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Ah. Ich bin Hans und habe deinen Arbeitsspeicher defragmentiert. Ich kenne Sie nicht, Hans. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Okay. Das bringt dazu nichts, Tenhauser. Wir brauchen Gewalt. Nee. Ich glaube nicht, dass Gewalt wirklich hilft. Ich habe das Universum wieder ins... Vielleicht kann ich irgendwas finden, mit dem ich mich identifizieren kann? Die Tür ist natürlich blockiert. Es scheint ein Defekt vorzuliegen. Ha. So eine Unordnung. Lauter wunderliche Gerätschaften. Dazu hatte ich schon ein. Ja, ist ja gut. Ich habe ein. Es zeigt nur ein Ereignis, ob ich daraus eigentlich. Ein Öffnungsmechanismus. Ja, Unordnung im Hinterstübchen, ich weiß. Boah, wie kann ich mit dem Teil kommunizieren nochmal? Und wie kann ich dem genau sagen und weismachen, dass ich hier der Richtige bin? Irgendeine Idee? Wer oder was wohl hinter... Nee, die hat keine Idee. Die Tür ist natürlich blockiert. Eindringlingsalarm. Eindringlingsalarm. Bitte identifizieren Sie sich. Da bist du ja wieder. Hi, du kannst mich Hans nennen. Ich kenne Sie nicht, Hans.
Spielt das eine Rolle? Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Jetzt öffne schon die Tür. Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Wie ist denn dein Name? Mein Name ist Barbarossa 2000. Ich überwache diese Station. Ja, was zum... Kannst du nicht einfach diese Tür für mich öffnen? Nicht möglich. Das führt doch zu nichts, Tenhauser. Wir brauchen Gewalt. Was ist das hier für eine Station? Diese Station wurde von der Millennium-Kooperative gebaut. Ich darf nur autorisierten Personen darüber Auskunft erteilen. Wie werde ich autorisiert? Nicht möglich. Ich kann sie nicht autorisieren, da ich sie nicht kenne. Aha. Wer hat dich konstruiert? Dr. von Strick und Dr. Römmler haben mich entwickelt. Ich bin Eigentum der Millennium-Kooperative. Ich bin es, Dr. von Streck. Negativ. Ihr Sprachmuster stimmt nicht mit dem von Dr. von Streck überein. Ich sag doch, die Dinger sind zu nichts zu gebrauchen. Wie lange bist du schon hier? 16 Jahre, 304 Tage und 9 Stunden. Das ist schon ein bisschen... Bist du nicht einsam, so allein hier unten? Geduld liegt in meiner Natur. Meine Erbauer haben mir versichert, dass die Station nur vorübergehend stillgelegt wurde. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie noch kommen werden. Dr. Römmler hat mir versichert, dass die Arbeit bald fortgesetzt wird. Ja, ja. Dr. Römmler ist mein Freund. Warum sollte er mich belügen? Weil das auch manchmal Freunde machen. Vielleicht war ihm die Wahrheit unangenehm. Ihr Standpunkt ist nicht logisch. Wie könnte ich mich dann auf die Aussage von Menschen verlassen? Kannst du nicht. Das kannst du nie mit Sicherheit wissen. Ich habe einen Hitzestau in Segment B23. Ja, schade. Könnten Sie mir einen Gefallen tun und bitte den Ansaugstutzen für mich öffnen? Bitte. Mein Prozessor schwitzt. Diesen garstigen Schmierölklumpen hilfst du auf keinen Fall. Okay, ich helfe dir. Oh! Danke, das ist sehr freundlich. Es qualmt. Okay, Freundchen, dann lässt du mich aber bitte rein. Das hat gut getan. Kannst du mich vielleicht doch durchlassen? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierte Personen... Mann! Sie können aber gerne hier warten. Ich würde Ihre Gegenwart genießen. Aber ich darf nur Personen Zutritt gewähren, die ich kenne. Alter, du nervst. Aber du kennst mich doch. Ja, Sie sind Hans. Stell dir vor, Dr. Römmler kommt nicht wieder. Dann wäre ich dein einziger Freund. Sind Sie mein Freund, Hans? Ja, auf jeden Fall. Dein allerbester und einzig wahrer Freund. Das freut mich sehr. Oh, süß, ihr beiden. Nehmt euch ein Zimmer. Jetzt, wo du mich kennst, würdest du mich durchlassen? Aber wenn ich sie, dich, durchlasse, bin ich wieder allein. Kommst du mich wieder besuchen? Ja! Ehrenwort. Ja! Echt mal! Zugang gewährt. Boah, danke sehr. Oh. Hapu! War das anstrengend mit dem? Das ist es. Das Saturnportal.
Hallo. Du hast keine Ahnung, oder? Wie meinst du das? Pff, Quantenphysiker, dass ich nicht lache. Ist das eine Pistole?